Ja, schön, dass Sie alle hier sind. Bisschen höher, okay. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann. Danke nochmal an Ignacio Farias und Regina Keller und auch, dass ich Teil sein kann der Debatten um dieses inspirierende Projekt 100 Plätze, weil ich glaube, das ist ja gestern auch schon mal gesagt worden, Natur- und Kulturenforschung, und darüber werde ich berichten, ist ein Trigger für Kollaboration und Zusammenarbeit, und gleichzeitig gibt es die aber viel seltener, als wir denken, tatsächlich als Praxis. Und das Projekt von Ignacio und Regina ist, glaube ich, eines der wenigen, wo wirklich Planer und Grundlagenforscher zusammenarbeiten, und deswegen bin ich sehr froh, hier zu sein. Ich habe auch ein bisschen Angst, weil ich jetzt nach sehr konkreten Sachen, ich hätte vielleicht besser gestern Abend hingepasst zu so allgemeinen Bemerkungen, weil wir jetzt von den ganz konkreten Projekten und Fragen wieder auf etwas stärker generelle intellektuelle Strategien gehen, aber ich hoffe, dass in diesem Hin und Her zwischen Einzelfall und Allgemeinem dann die Debatte über die Planbarkeit und Unplanbarkeit von städtischen Natur und Kulturen, die Debatte über die Positionalität und die Relationen der Planer und die Debatte über Hierarchien zwischen einerseits funktionalistischer Nutzung und spekulativer Nutzung und sogenannter Romantik, die noch vollkommen ausblenden die soziale Polarisierung. Und so ein bisschen bourdieusche Frage, wer sind wir eigentlich, die wir hier partizipieren in diesen Projekten, dass es zu dieser Debatte beiträgt. Ich bin eingeladen, die Brücke zu bauen zwischen dem Bremen Nature Cultures Lab und dem Projekt in München. Ich werde ganz schnell was sagen dazu, was das BCNL ist, warum wir den Hammer als grafisches Symbol eingeführt haben für unsere Arbeit, weil das hängt mit Punkt 2 zusammen, weil zu deklarieren, das Ende eines universellen Naturbegriffes natürlich ein Hammer ist. Also wirklich ein Affront für alle naturwissenschaftlich denkenden Menschen, die wir aber ja mitnehmen wollen, und da müssen wir sehr sorgfältig sein. Und ich werde dann vor allen Dingen was sagen zu den Punkten 3 und 4 im Sinne von intellektuellen Werkzeugen, die wir haben für die Natur- und Kulturenforschung und die vielleicht aus Bremen etwas bringen können, auch für München, obwohl das Bremen Nature Culture Lab weder einen speziellen Stadtbezug hat, noch mit Planern im Moment zusammenarbeitet, sondern stärker mit Geografen, Wissenschafts- und Technikforschern, Museumsleuten und Biologen. Ja? Okay, also was machen wir? Das BCNL ist ein winzig kleiner Think Tank, in dem es uns vor allem darum geht, die Natur- und Kulturenforschung in öffentlichen Vorträgen, mit Konzepten und mit Veröffentlichungen wieder zu vermählen mit der politischen Ökologie, weil das ist eigentlich sehr weit getrennt gewesen. Wir tun das durch Grundlagenarbeit in Bremen, vor allen Dingen für die Blue Humanities und Blue STS, was an einem Bremer Standort mit so viel Meeres- und Küstenforschung natürlich viel Sinn macht und was in Deutschland noch überhaupt nicht entwickelt ist. Wir tun das durch Forschungsanträge, wie zum Beispiel das Projekt Knowing the Seas as Nature Cultures. Wir tun das durch kollaborative und interdisziplinäre Lehre. Und genau, wir haben jetzt gerade, es ist leider noch nicht da, es hat also die Frankfurter Buchmesse nicht geschafft. Jetzt wissen wir nicht genau, wie viele Wochen wir noch warten müssen, bis dieses Buch kommt. Und das Lab zielt darauf ab, den Zusammenhang von empirischer Praxis, also es sind auch in dem Buch zum Beispiel ausschließlich empirische Fallstudien, aus deren Einzelfall heraus dann etwas verallgemeinert wird, theoriebezogen und bezogen auf Natur- und Kulturenforschung. Also das Lab zielt darauf, den Zusammenhang von empirischer Praxis und gesellschaftlicher Relevanz von Theorie in einer Doppelbewegung nachzuvollziehen. Zum einen glauben wir, dass Objekte und Praxen von Natur und Kulturen immer nur an empirischen Einzelfällen untersucht werden können. Und das ist ja auch euer Standpunkt, und sozusagen das nicht verallgemeinert gemacht werden kann. Zum anderen sind die komplexen Objekte und Fragestellungen, die diese klare Aufteilung von Natur und Kultur unterlaufen, nicht einfach zu fassen. Und wir brauchen da sozusagen gute Theorie im Sinne eines Foucault'schen Werkzeugkastens.
eine Theorie, die nicht nur Weltverstehen ermöglicht, sondern auch politische Positionierungen argumentierbar macht. Also das tun wir. Und wir schreiben, anders als die Konferenz hier, Natur und Kulturen ohne Bindestrich und auch ohne Slash. Das mag immer noch holprig sein und auch etwas irritieren. Warum fehlt der typografische Abstand zwischen den beiden Wörtern? Wieso gibt es keinen Bindestrich? Und was bedeutet es, einen doppelten Plural zu verwenden und damit zugleich von der Annahme einer einzigen Kultur wie vor allem auch von einer universellen Natur abzurücken? Und wir meinen, dass wir in dieser Schreibweise am besten zeigen können, dass es uns um die überhaupt nicht banale Frage geht, wie genau Verflechtungen, Fusionen und zirkulierende Praktiken zwischen Natur und Kultur sorgfältig beschrieben und dann auch experimentell erzeugt werden können. Und das Doppelwort verknüpft sozusagen zwei Dimensionen, die in den dominanten Ordnungen des modernen Wissens in der Regel eben getrennt gehalten worden sind. Damit wird nicht das Ende oder die Irrelevanz für gesellschaftliche Fragestellungen dieser zentralen Unterscheidung behauptet. Vielmehr soll der Begriff eben helfen, Relationen und Vermischungen zu konkretisieren, sichtbar zu machen, erforschbar zu machen, auf die Tagesordnung zu setzen, sodass Brüche und Kontinuitäten auf beiden Seiten der eingeübten Trennung ins Auge fallen und Amalgamierungen und Verknüpfungen ganz unterschiedlicher Art zu weiteren Erklärungen und Fragen auffordern. Sie hören, für uns hat Natur und Kulturen ohne Lücke im doppelten Plural eine heuristische Funktion vor allen Dingen. Wir möchten anders sehen und denken lernen. Damit ist aber, und das ist vielleicht auch nochmal ein Kommentar zu der Ökosystemdienstleistungsforschung, das ist in konträr zu anderen Positionen, die schon immer und schon lange versucht haben, Natur und Kultur zusammenzudenken, wie zum Beispiel die Kulturökologie, in meinem Fach der Ethnologie sehr prominent, die sich so stark auf Natur als Begründungszusammenhang gestützt hat, dass kulturelle und gesellschaftliche Prozesse letztlich nur noch als Folge natürlicher Bedingungen erklärbar waren. Und oder auch wie die klassische politische Ökologie, die den Prozess ganz auf gesellschaftliche Differenzierungen, was ja super wichtig ist, Machtausübungen, Ideologie als ursächlich für Umweltwandel und Ressourcenausbeutung gesetzt hat und dann aber bei diesem starken Begriff von Gesellschaft dahinter immer noch eine letztlich positivistisch verstandene Natur an sich als unhintergehbare, schlichte, materielle Tatsache herumhing. Die Natur- und Kulturenforschung dagegen steht für soziomaterielle, postanthropozentrische und plurale neue politische Ökologien. Ich kürze das jetzt ab, weil wir das gestern ja schon hatten. Wir versuchen die Genealogie dieses Denkraumes Natur- und Kulturenforschung als eine komplexe nachzuzeichnen bei uns im Labor, wo neben Bruno Latour und Donna Haraway, die ja alle schon Thema waren, auch ganz andere Einflüsse aus der Geografie, aus der Ethnologie, wie zum Beispiel Marilyn Strathern, wie zum Beispiel Anna Tsing und so weiter, ihren Platz haben. Das lasse ich jetzt hier aber weg. Natürlich ist Latour unverzichtbar. Wir haben da auch gestern schon mal drüber gesprochen, über diese beiden irritierenden Trennungen, die er als Kennzeichen von uns, den modernen Westlern, die er wie ein Ethnologe besucht und über deren Merkwürdigkeiten er Auskunft gibt, bezeichnet und die er dann in dieser berühmt gewordenen Kulturen-Naturen-Zitat, was hier wieder mit dem Querstrich noch ist bei Latour, zusammengefasst, gerade der Begriff der Kultur ist ein Artefakt, den wir durch das Ausklammern der Natur produziert haben. Es gibt ebenso wenig Kulturen, unterschiedliche oder universelle, wie es eine universelle Natur gibt. Es gibt nur Natur und Kulturen. Sie bilden die einzige Grundlage für einen möglichen Vergleich.
Also darüber kommen, da kommen wir nicht so recht drum herum um Latour, aber wir versuchen das zu zeigen, dass das nicht so ist, dass er als Bilderstürmer aus dem Nichts kommt, sondern dass er ganz, ganz stark auch auf außereuropäische Wissenstraditionen aufbaut, auf feministische Wissenstraditionen und so weiter und so weiter. Genau, wenn wir überlegen, was macht denn diesen Denkraum der Naturen, Kulturen, Forschung aus, dann möchte ich hier vier Dimensionen anbieten, die dieser Raum nicht zu denken ist. Das erste natürlich aus der Infragestellung etablierter Disziplinengrenzen, und das tun wir mit diesem Natur- und Kulturenkonzept. Wir hinterfragen die fundamentale westliche Ordnung des Wissens, die auseinanderfällt in Naturwissenschaften und Ingenieurswissenschaften einerseits und Kultur- und Sozialwissenschaften andererseits. Wenn man das tut, dann ist automatisch klar, man muss auf ganz neue Art und Weise zusammen kollaborieren und experimentieren. Und Interdisziplinarität wagen in einem Maße, wie es viel zu wenig getan wird. Auch weil wir dafür nicht die richtigen Temporalitäten und Infrastrukturen haben. Die empirisch-ethnografische Interdisziplinaritätsforschung über den Nature-Culture-Graben hinweg zeigt, dass man diese Formen der Kollaboration und des Experiments eigentlich nicht projektförmig organisieren kann, sondern dass man sehr viel längerfristigere Infrastrukturen und Institutionalisierungen in Forschung und Lehre benötigt, weil es anders einfach zu aufwendig ist, nicht zu machen ist sozusagen das nur auf der Ebene der Rhetorik hängen bleibt, der Forderungen der Forschungsförderinstitutionen seit interdisziplinär. Dieser ganze ideologische Raum entsteht von Interdisziplinarität als Innovation, als besonders verantwortlich gegenüber Gesellschaft. Aber das, was eigentlich passieren muss und was zum Beispiel Andrew Barry und andere in ihren ethnografischen Forschungen verschiedenen Logiken der Interdisziplinarität gezeigt haben, nämlich, dass es sowas gibt wie eine Logik der Ontologie, wo Menschen so zusammenarbeiten, dass nachher Erkenntnistheorien, Methoden und Problem- und Gegenstandsbestimmungen entstehen, die nicht schon in ihren eigenen Disziplinen etabliert sind, sondern die im Sinne einer neuen Ontologie neue Objekte hervorbringen. Das passiert eben sehr selten. Ich glaube, für euch, Ignazio, ihr seid auf dem Weg. Wir in Bremen möchten auch sagen, dass für uns es wichtig ist, den Begriff der Kollaboration zu schärfen. Und nicht zu meinen, dass es das Gleiche ist, einfach wie Zusammenarbeit oder Partizipation. Und es geht dabei auch in keiner Weise um Synthese und Integration. Also wir versuchen, andere Metaphern zu schaffen, die ganz, ganz weggehen von irgendwelchen Vorstellungen einer Vereinheitlichung, einer Mehrdimensionalität, die aber integriert alles und in eins bringt. Wir glauben, es ist im Gegenteil die Aufgabe von Kollaboration, Diversität und Heterogenität in der Wissensproduktion nicht nur anzuerkennen als Vorbedingung, sondern tatsächlich zu fördern und zu vergrößern. Und wir sagen immer, Kollaboration hat zwei Voraussetzungen, eben erstens genau dies, die Anerkennung der Existenz sehr unterschiedlicher Formen und Weisen der Wissensproduktion und zweitens einen Raum und eine Zeit für eine gemeinsame Definition einer Problemstellung und eines Untersuchungsobjektes. Und das hört sich so banal an, ist es aber nicht. Und wann immer Sie gucken und wo immer Sie gucken, wo Menschen zusammenarbeiten, ist es fast nie realisiert. Fast immer
erscheint die Problem- und Gegenstandsdefinition lange bevor die Zusammenarbeit überhaupt beginnt. Und fast immer haben wir es mit massiv durchmachteten asymmetrischen Wissensordnungen zu tun, in denen es einigen sehr, sehr, sehr schwer fällt, die Anerkennung von vielfältigen Formen der Wissensproduktion wirklich, das wirklich zu tun. Ja? Fast immer gibt es Unterordnungs- und Überordnungskämpfe, fast immer gibt es kleine und große Partner, fast immer gibt es den Versuch, den einen für die eigenen Theorien und Epistemologien einzuspannen. Aber deswegen also sind wir dabei, diesen Kollaborationsbegriff zu stärken. Wir haben ganz viel gelernt in Bremen, das sage ich, weil ich glaube, dass das vielleicht für die Planer hier und für die Entwerferinnen und Entwerfer wichtig sein kann. Sehr viel gelernt von PECE, das ist die Platform for Experimental Collaborative Ethnography, die die Medizinethnologen Kim und Mike Fortune in jahrelanger Arbeit gemeinsam mit Informatikern, Designern, Technikern und so weiter entwickelt haben. Und PECE ist sozusagen eine Plattform, die am Beispiel von Asthma erstmal, aber dann jetzt verallgemeinerbar nutzbar ist, wäre vielleicht auch für euch nutzbar, für euer Archiv, quasi auf neue Art es ermöglicht, ganz unterschiedliche Daten, sowohl von Laien erzeugte Daten, zum Beispiel in der Selbstbeobachtung von Asthmakranken, mit Daten der Luftverschmutzungsmessung, mit Daten aus ethnografischen Einzelfallbeobachtungen zusammenzubringen, die neue Visualisierungsmöglichkeiten liefert, die ganz, ganz viel tut dafür, dass auch hierarchisch unterschiedlich platzierte Akteure auf dieser Plattform gleichberechtigt zusammenkommen können. Und da gibt es Debatten und Literatur, die uns hilft, glaube ich, zu verstehen, wie diese experimentelle Kollaboration möglich gemacht werden kann. Die zweite Dimension, jetzt habe ich nicht drauf geachtet, Herr Lachmund, nee, wer ist mein Zeitkeeper? Wie viele Minuten habe ich noch? Die zweite Dimension, die zu dem Naturen-, Kulturen-, Denkraum dazugehört, das ist ja ganz klar, ist eine anthropozentrismuskritische, die Menschen und menschliche Akteure neu relational positioniert in ihrem Verhältnis zu anderen Lebensweisen, zu anderen Lebewesen, aber auch zu Steinen oder zum Klima und was sonst so als Umwelt ja auch problematisch konzipiert wird. Ich glaube, es ist wichtig, auch jetzt nochmal in Bezug auf die Planbarkeit und das Bauen und die Eigenlogik von Lebensformen darauf hinzuweisen, dass es in diesen Multispecies-Geografien oder Ethnografien und in dieser Frage, wie leben wir zusammen, immer darum geht, das Reziproke zu verstehen. Also dass es sozusagen gegenseitige Beziehungen sind und verschiedene Arten sich gegenseitig affizieren. Und wie können wir das analysieren als Koproduktion, als lokale Biologien, nicht nur lokale Kulturen und in seiner dezentrierenden Wirkungsmacht. Da geht es also um das Nichtkontrollierbare auch an Natur, an Pflanzen und Umwelten und um deren Historizität. Das hatten wir ja gestern auch mit dem Goldfisch und dem Menschen, Affen und dem Mensch, dass es drittens um Praktiken der Klassifikation geht und diese sich verschieben. Wir haben das gestern sehr eindrücklich erzählt bekommen. Wir sind ja in einem historischen Prozess, wo sich die Selbstgewissheit des Menschen als Mittelpunkt der Schöpfung allmählich abwetzt und andere Metaphern wichtig werden. Und deswegen ist es kein Zufall, dass Klassifikationspraktiken, also wie ordnen wir, und wie können wir anders ordnen im Zentrum der Natur- und Kulturenforschung und ihrer intellektuellen Strategien steht. Es geht um,
unterschiedliche Praktiken, zum Beispiel, wenn Sie denken an Helen Veran, die zusammenarbeitet mit Indigenen in Australien und unterschiedlich positionierten Ökologen, ne? Und die in ihrer Beschreibungspraxis erstmal unglaublich detailliert und aufwendig zeigt, wie diese drei Gruppen unterschiedlich klassifizieren und was die Prinzipien ihrer Klassifikation sind. Und die dann das, was in der Wirklichkeit, weil natürlich können Sie sich vorstellen, indigenes Wissen und ökologisches Wissen auch unglaublich hierarchisch gepitcht ist und die einen ja gar nicht richtig anerkannt werden auf globaler Ebene als Wissensproduzenten, was also in der Wirklichkeit nicht funktioniert. Das macht Helen Veran dann auf der Ebene des Textes, dass sie nämlich mal probeweise die Logiken der Klassifikation, die die Yongbei in Nordarnheimland haben, anwendet, um Sinn zu machen aus den Klassifikationspraktiken der Ökologen und vice versa. Und das Ergebnis ist erstaunlich und bereichernd und das kann ich jetzt hier nicht auffächern, aber da zeigt sich also, wenn wir das auch in der Wirklichkeit schaffen würden, Klassifikationspraktiken besser zu verstehen und in ihrer Logik auch mal miteinander aufeinander anzuweiden, dass wir da zu ganz neuen Einsichten kämen, die verschiedene epistemische Wirkung haben. Entschuldigung, da wollte ich noch gar nicht hin. Ein Faktum, das die meisten von Ihnen kennen, wo die Veränderung von Klassifikationspraktiken jetzt mal nur auf der Grundlage neuer wissenschaftlicher Methoden, nämlich der Genetik und Epigenetik, massiv zur Veränderung geführt hat. Das sind die Bäume des Lebens, die, wie Sie wissen, früher eine sehr ordentliche Architektur hatten und sehr klare Abstände in den Generationen und in den unterschiedlichen Zweigen. Und die aber jetzt, hier ist einer aus der Perspektive der Mikrobiologie der Meere, die sich eben durch die neueren Forschungen doch sehr, sehr stark auch zum Beispiel klassifikatorisch in Richtung Rhizome verwandelt haben. Ich bin aber noch beim vierten Punkt, also Klassifikationspraktik, beim vierten Punkt der Dimensionen des Natur- und Kulturen-Denkraums, und den habe ich genannt Politiken der Sorge, die Reakzentuierung der Debatten um den normativen Gehalt wissenschaftlichen Wissens. Und da sind wir auch natürlich sehr mit beschäftigt. Wir haben es ja immer noch mit sehr starken und dominanten Erkenntnistheorien zu tun, die die Normativität alleine auf die Ebene der Auswahl von Problemstellungen und Projekten oder jedenfalls an den Rand wissenschaftlicher Praxis und wissenschaftlicher Methoden setzen, während die Natur- und Kulturenforschung im Einklang mit der Wissenschafts- und Technikforschung sagten, die Normen sind im Herzen, im Kern wissenschaftlicher Methoden, weil unsere Methoden sind ja nicht nur Darstellungsweisen, sondern sie verändern Welt, und wenn wir das akzeptieren, nicht nur die Planer verändern Welt, sondern jede Form von Wissenschaft ist eine Intervention in Wirklichkeit, dann müssen wir für diese Interventionen Verantwortung übernehmen, und das können wir nur, wenn wir auch politische und ethische Fragen stellen. Und dieses Zurückholen von Ethik und Politik in die Wissen, also in die Natur- und Kulturenforschung, in ihr Zentrum, das ist eine wichtige Dimension. Die Forschungsstrategien, was machen wir? Und das ist vielleicht auch nochmal für die Planerinnen und Planer interessant. Ich sage es aber hier nur nochmal ganz kurz. Das sind ganz spezifische Strategien, über die hat auch Ignazio und über die haben gestern schon die Kolleginnen gesprochen. Es geht tatsächlich darum, Verbindungen vielfältiger und präziser sichtbar zu machen, als sie das häufig sind. Und zum Beispiel bei der Ökosystemforschung wäre es sicher richtig, auch zu fragen, was wird da alles abgetrennt, zum Beispiel, und was müssen wir damit wieder verbinden. Es geht darum, mehr als menschliche Akteure in den Blick zu nehmen, und das sind Lebewesen, aber natürlich auch Objekte, Infrastrukturen, materielle Dimensionen. Es geht wirklich darum, und das ist auch nicht banal, neue Beschreibungspraktiken zu entwickeln. Wir können nichts sagen über andere Lebensformen. Wir wollen die ja auch nicht anthropologisieren. Wir wollen ja die nicht vermenschlichen. Das passiert manchmal in so neoromantischen Forschungen, das wollen wir ganz bestimmt nicht. Aber wie schreiben wir dann über diese Verbindungen? Wie stellen wir sie dar? Wie repräsentieren wir sie? Das ist eine wichtige Frage. Es geht darum, anzuerkennen, dass es mehr als eine Natur gibt,
mehr als alle Natur und Kulturen, und dass das nicht nur eine Frage von Perspektive ist, sondern genauso von fallspezifischer Sozialität, Materialität und so weiter. Und es geht darum, die politischen Anliegen explizit zu machen und die Wissensordnungen, die existieren, herauszufordern, auch in einem postkolonialen Sinn. Genau, dann mache ich doch mal Schluss und hoffe, etwas für noch weiteres in der Diskussion beitragen zu können. Vielen Dank.